darin. Komm schon, Lampo. Beeil dich etwas. Den Buffy-Cats bei der Gartenarbeit zuzusehen, ist so langweilig. Ich halte es einfach nicht aus. Passt fertig, Milady. Können wir die Karotten schon raus? Hey, eine Karotte fehlt ja. Schmeckt die gut. So lecker. Hey, wer ist da hinter dem Busch? Matty. Haha, wir brauchen diese Karotten ganz dringend für das. Das große Rollerrennen. Wow, Pilu, das war ein katastischer Sprung. Ist doch klar, Lampo. Ich glaube, ich bin jetzt für das Rennen bereit. Da passiert ja endlich mal was Aufregendes. Ein Rennen ist ein guter Anlass, um einen Streich zu spielen. Viel Glück, Pilu. Wir warten hier auf die letzte Etappe des Rennens. Willkommen zu unserem jährlichen Rollerrennen für Kätzchen. Begrüßt jetzt alle unsere kleinen Rennfahrer. Kritzelchen, Minimi, Pilou. Jetzt, wo die Kätzchen alle da sind, kann das Rennen nun beginnen. Warte, ich will auch mitmachen. Hallo, Terry. Aber du bist doch kein Kätzchen. Doch, das bin ich, Gabi. Ich miau wie die anderen Kätzchen. Ich putze mich wie Kätzchen. Ich kann sogar wie ein süßes Kätzchen gucken. Aber natürlich. Du kannst selbstverständlich mitfahren, kleiner Terry. Ja, Terry, das Kätzchen gehört jetzt auch zu den Kätzchen. Liebe Kätzchen, eure erste Herausforderung besteht darin, elegant von einer Rampe zur anderen zu wirbeln. Die erste Fahrerin wird sein Pilou. Raffinierter Sprung. Herzlichen Glückwunsch, meine liebe Pilou. Kritzelchen, du bist jetzt dran. Eigentlich wollte ich bei dem Rennen neue Freunde finden. Aber ich weiß nicht, ob ich mit solchen Herausforderungen gut umgehen kann. Keine Sorge, Kritzelchen. Brauchst du Hilfe, reiche ich dir die Pfote. Danke, Terry. Das ist lieb von dir. Ein perfekter Sprung. Sehr gut gemacht, Kritzelchen. Und nun, zu guter Letzt. Oh, wo ist Terry? Für einen super Sprung braucht man auch einen super Anschwung. Ich komme! Oh, toll, Terry. Dein Kunststück war einfach atemberaubend. Ich bin dran! Warte, Minimi, wir reichen dir eine rettende Pfote. Oh, tut mir leid, Snubine. Mein Sprung war leider nicht so gut. Du warst trotzdem toll, Minimi. Hier, dieses Eis hast du dir redlich verdient. Ah, danke, Sani. Unsere zweite Aufgabe wurde entworfen von Stink, dem Stinkekater. Ich habe einen Hindernisparcours entlang der Bürgersteige gebaut, und zwar aus Müll. Ihr müsst gleich nicht nur den Hindernissen ausweichen. Ihr müsst außerdem eines dieser Fähnchen mitnehmen, bevor ihr ins Ziel fahrt. Auf die Plätze, fertig, los! Cop, kannst du mich hören? Sie sind unterwegs. Okay, Gabi, ich kümmere mich darum. Sicherheit geht vor. Seht, die Ampel ist grün. Mit einer Polizeikatze ist es ganz einfach, die Straße zu überqueren. Danke, Cop. Seht, über diese Tonnen müssen wir springen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Keine Sorge, Kritzelchen. Folge uns einfach. Du musst dich nur trauen. Danke für den Tipp, Pilou. Meine Fahne! Das war leicht. Nur gut, Kritzelchen. Ich wette, die nächsten Runden werden viel einfacher.
Ich bin mir da aber nicht so sicher, Pilu. Diese Tonnen sind zu hoch, um drüber zu springen. Meine Fahne ist auf der anderen Bank. Das bedeutet, ich fahre dort lang. Ja! Curry hat Stil. Kritzelchen Stil. Kritzelchen, das ist deine Fahne. Fahr im Zickzack um die Wecke und schnapp sie dir. Mal sehen, wie das Rennen so läuft. Nicht weinen, Kitty. Wie nett von dir, Kritzelchen, dass du Kitty deine Fahne gegeben hast. Du hast meine Kleine sehr glücklich gemacht. Das ist doch viel wichtiger, als das Rennen zu gewinnen. Hey, Freunde, fahrt das Rennen ohne mich zu Ende. Mein herzlichsten Glückwunsch! Ihr habt alle Aufgaben gemeistert. Jetzt wird's aber Zeit für meinen Streich. Balance ist der Schlüssel zur Kampfsportart Katsfu. Was aber einfach klingt, ist nicht so leicht zu tun. Eine Runde um das Haus müsst ihr absolvieren. Doch verliert ihr die Karotte, werdet ihr das Rennen sofort verlieren. Ab jetzt wird Boss nicht mehr nur brav sitzen und schauen. Ich werde Katos Wettkampf mit einer schlauen List verbauen. Fertig? Los! Wow! Die Strecke ist schwieriger, als ich dachte. Aber ich schaff das schon. Ja, ja. Hey, Curry, wo fährst du denn hin? Ich fange meine Karotte. Terry auf Abwägen. Hey, Pilu, Vincents Garten ist voller Katzenfall. Ich weiß, Lampo, aber ich muss doch Terry helfen. Buffy Cats, greifen wir Pilu unter die Pfoten. Wir haben nicht viel Zeit, Pilu und Terry zu finden, bevor die Fallen zuschnappen. Gut! Halt an, Terry! Wir müssen zurück! Meine Karotte! Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Ich krieg dich schon, Karotte! Boss wird wieder Übles im Schilde. Pass auf, Terry! Ach, wirklich? Mal sehen, was du gegen die Schnappis tun wirst. Ein Hund. Hunde sind unsere Freunde. Aber ich bin eine Katze. Nein, Terry. Wenn du eine Katze bist, werden dich die Schnappis attackieren. Du hast recht, Pilu. Ich tue so, als wäre ich ein Hund. Katzen sind nicht unsere Freunde. Sofort angreifen. Überlass die mir, Terry. Das erfordert jetzt nur einen gewissen Katzenblick. Oh. Du bist so süß und lieb. Wir helfen euch. Das sind zu viele Schnappis, Buffy Cats. Ich habe einen Buffy-Einfall, Milady. Ich reiße Boss einfach die Fernbedienung aus seinem Pfoten. Nein, mein
Puppies! Haut doch ab! Buffy Cats! Es ist noch nicht vorbei! Nein, Boss! Nicht bevor du die Fernbedienung wieder hast! Pilou, du warst fantastisch! Danke, Pilou! Mach doch ein Kätzchenspiel! Na los, Terry, fahren wir ins Ziel! Ihr seid gleich am Ziel. Werft eure Karotte in diesen Korb, aber mit viel Gefühl. Ihr wart echt toll. Terry, du warst der Erste. Du gewinnst diese Trophäe. Ja, Gabi, aber ich habe meine Karotte fallen gelassen. Pilou ihre dagegen niemals. Gabi? Ich glaube, der wahre Gewinner dieses Rollerrenns ist Pilou. Ganz toll, Terry. Du zeigst großen Katzensportsgeist. Danke, Terry. Du bist ein wahrlich guter Katzenfreund.